Was? Hat man dich denn schon gelyncht? Ja, mich schon, dich doch auch schon dreimal. Mich? Ja. Lynchen auf den Schmalen an. Kevin, willst du mir gleich mal helfen? Nein. Bei was? Wir können die Farm abernten. Wegen Neubepflanzen. Mhm. Willst du mir helfen oder nicht? Kann ich gleich machen. Gut, weil dann tust du nicht. Ich knall nur noch schnell die Mauer restlich hin. Und dann leckt's jetzt einmal wahrscheinlich kurz auf den Server. Warum das? Also ich meinte jetzt beim Blöcke platzieren. So, das ist ein schönes Thumbnail. Dann Front. Schlau. Ebene, Rastern, Smart Object. Korrekt. Und bin gleich fertig. Ehrlich gesagt ist das das einzigste Feature, was YouTube jemals gut gemacht hat. Was denn? Die Thumbnail-Funktion. Das ist ja das wirklich cool. Das ist das einzigste. Alle Sachen, wo YouTube geändert hat, ist das die einzigste, wo da alle Leute gefreut geben. Hat. Ansonsten war alles nur... Mach das nochmal, Kevin. Alles nur... Genau. Alles ein Scheiß. Ach ja. Ich weiß noch, wie ich damals so jeden Tag in meinem Channel geguckt habe, ob ich die Funktion jetzt endlich habe. Weil ein anderer Channel von mir, mein Decaykev-Channel, da hatte die schon. Und ich wollte die unbedingt für mein Ding, für mein Let's Play-Channel halt auch noch. Und war ich jeden Tag am PC gesessen, hab drauf geguckt, ich hab die nicht. Die ganze Zeit, stundenlang. Stell ich mir gerade so richtig vor. Also Kevin, würdest du wieder anpflanzen wollen? Ja, warte kurz. Ich muss nur hier... Ich hab dir Karotten und Kartoffeln in die Kiste gelegt, wobei du wieder Kartoffeln anpflanzen musst. Davon haben wir wieder nur 5 Stück. Die müssen wir ja wieder aufzüchten, weil wir die ja irgendwie dummerweise alle verbraten haben als Ofenkartoffeln. Habt ihr alle in den Öfen gepackt? Ja. Na, schön. Habt ihr am wenigsten noch eine? Ja, nee, wir haben ja jetzt wieder 5 bekommen durch die Ernte. Ach so, okay, das dachte ich. So leicht findet man die ja gar nicht. Ja, die lassen ja Zombies droppen, glaube ich, ne? Ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall. Nein, im Dungeon findet man die. Ach so. Nee, auf jeden Fall, wir hatten noch eine irgendwie, die ich dann eingepflanzt hatte. So, bei Mob Crops ist auch wieder sämtlicher Scheiß drin, der da nicht drinne zu sein hat. Wer war das wohl wieder? Ich glaub's ja wohl. Jetzt geht's aber los, Kevin. Warum ich sortiere das Zeug immer? Ja, immer diese faulen Ausreden von dir. Ich weiß da. So. Magma Cream. Warum sieht die Magma Cream in dem Texture Pack aus wie die Zimtschnecke? Probier doch mal, dann weißt du's. Schmeckt bestimmt wie eine Zimtschnecke. So. Ja, keine Ahnung, wie so ein Karamellbonbon irgendwie total cool. Gartenkiste. So. Rettstuhlkiste. Oh Gott, jetzt erstmal wieder das Inventar ausleeren. Rettstühne. Wo waren denn Knochen? Wo sind denn die ganzen Knochen hin da? Ich müsste eigentlich die Redstone-Textur einfach nur zu einem umändern. Und dann den Namen im Language Pack in Redstone ändern. Dann wäre die Bezeichnung. Du musst die Redstone-Textur einfach weiß machen. Sau. Du kleine Sau, du. Ich hab sie gelb. Siehst du, Kevin weiß, wie es geht. Gelbstein. Kevin hat ihn so lange angepinkelt, bis er gelb wurde. Ich wusste, dass dieses Argument jetzt kommen würde. Tja, warum hast du mir auch so eine gute Vorlage gegeben?
Ah, wir haben nur noch ein bisschen mehr als ein Stack Fleisch. Wir müssten mal wieder die Dings. Mit was tut man die Rinder noch mal vermehren? Weizen, ne? Die Rinder? Ja, mit Weizen. Das ist so geblieben. Na toll, wir haben natürlich keinen Weizen mehr. Hühner kann man über Eier fortpflanzen oder man gibt denen Samen. Es geht nicht um Hühner. Geht um Dings Rind, ne? Also weißt schon, was Rind ist, oder? Ja, eine Kuh halt. Ja. Ich sag einfach Rindvieh, dann weiß ich, was gemeint ist. Ja, ich bin's gewohnt, Rind zu sagen. Deswegen. Irgendwer hat hier in der Dinganlage wieder. Ach, hier hat jemand Kartoffeln angepflanzt. Hier haben wir noch Kartoffeln, Moment. Wo denn? Auf dem Feld? Kevin, Moment, pflanz mal, ja, genau. Ich tu dir mal noch Kartoffeln rüberbringen. Und dann kannst du nämlich auf einem Viertelfeld noch Kartoffeln anpflanzen. Ich. Oder was? Ja, ja. Du tust doch gerade bepflanzen, oder? Bin ich jetzt dumm? Ja. Ja, also. So, Moment, weil. Dann kann ich die Felder hier nämlich komplett abernten, weil dann brauchen wir die nämlich nicht mehr bestellen. Wie man ja im Landwirtschaftlichen sagt. Ist klar, ne? Wir machen das wie in der 1 Simpsons Folge. Das war auch eine extrem geile Folge. Da hat Homer sich eine Farm gemietet oder gekauft und der hat das Weizen mit radioaktivem Plutonium, wenn die Tomaten mit radioaktivem Plutonium gedüngt. Dann ist daraus so eine Tomate geworden, die ekelhaft geschmeckt hat, aber extrem süchtig gemacht hat und hat sich dann mit der Tabaklobby angelegt. Oh Gott. Das war eine coole Folge. So, Kevin, ich leg dir dann hier nochmal Karotten rein und wie gesagt Kartoffeln. Ich hab doch die Kartoffeln schon voll. Echt? Irgendwie kamen da nur 5 Stück raus. Ja. Hast schon kaum... Deswegen habe ich mit Knochenmehl nachgeholfen. Ach so. Ja, aber ich habe mir jetzt wieder ein paar Stacks unten reingelegt. Na gut, hat sich das wohl erledigt. Warte mal, wo war denn hier die Haue? Hä? Ach, Kevin hat die Hier, Haue. Ich bin das. Ja, hier sehe ich. Hast du die Haue, Kevin? Ja. So, ja, aber hier sind 2 Felder, die. Das hatte ich mich gerade gewundert, wo die Haue hin ist. Ho! Exo, meine Haue. Hab ich doch gerade gesagt, ich bin deine Haue. Bück dich für mich und heb die Seife auf in Serious Sam. In Serious Sam? Ja, in Serious Sam. So. Die Seife. Wann kann man das Seife aufheben? Die Seife, Mann. Die kleinen Dinger, die immer ein Lebensgrund geben. Ach so, die Seifen. Ja, so, wir müssen Seife. Noch was haben, genau. Wir müssten bei dir mal einen Second Encounter machen, ne, Patrick? Ja, aber wenn dann den Classic, weil sonst passt das nicht. Ja, haben wir schon, keine Ahnung, wie oft haben wir das schon angefangen? Ich weiß nicht, aber irgendwie haben wir immer mittendrin aufgehört, weil wir keinen Bock mehr hatten oder weil immer irgendwas dazwischen kam, ich weiß es auch nicht mehr. Ja. Ich weiß, wir haben einmal angefangen, da war Maurice noch dabei. Das haben wir dann ja aufgegeben, die Aufnahmen, und haben nochmal angefangen. Ja. So, warte, also ich hab Rollercoaster-Programm, was noch? So, Moment, ich hole auch gerade Schilder. So. Ich hab noch 2, wenn. Ja, ich hab mal 16 Stück noch geholt. Okay, Moment, was könnten wir hier begraben? Vielleicht irgendeinen tollen Schauspieler. Paul Walker. Ich glaube, der walkt jetzt nicht mehr so durch die Gegend. Der ist jetzt bei The Walking Dead. Ja, mal ganz ehrlich, der Trottel ist selber schuld. Überlegt das mal, der hat einen Autounfall gebaut, weil er irgendwie mit über 200 Stundenkilometern einen Sportwagen irgendwo gegen gefahren ist. Naja, er hat den Unfall nicht verursacht, er war Beifahrer. Das muss man dazu sagen, soweit ja, ich das so, weiß. Ja, oder ein Trottel, naja, dann tut's mir leid für, dann tut's mir leid für ihn, aber dann ist doch, boah, dumm. Ich hätte mal, ob ich ermordet worden ist. Alle mal auf mich! Ich will auch mit. Ola kostet Daikun. Ist da drunter eigentlich was? Ja. Da sind Kisten drunter, wie bei so einer Zeitkapsel.
Also Exo, das ist doch ein passender Grabstein hier, oder? Mhm. Schön. Aber jetzt warte, wir müssen einen Rollercoaster, müssen wir eigentlich eine Schiene ins Grab legen. Stimmt eigentlich. Warte, ich hol mal eine. Reißt du das Ding schon mal auf. Ich Grabschänder. Wir Grabschänder, ja. Eigentlich müssten wir dann in das Grab hier mit Exus Anus ja noch rote Farbe reintun. Nee, ja, natürlich. Ganz wundgevögelt. Nein, ein Stock muss ein da rein. Ein Stück Fleisch. Eher. Nein, ein Stock. Okay, warte, ich hol einen oder Stock. Ein Fisch oder so. Warte, ich hol einen Stock und einen Fisch. Ah, haben wir so einen Fisch haben wir gar nicht. Okay. Willst du jetzt Fisch am Spieß machen oder was? Haben wir eigentlich nichts dildoförmiges hier? Müssten die Stocktextur zu einer Dildo-Textur umändern. Oh nee. So. Also im Rollercoaster Tycoon Grab sind vier Schienen drin und in deinem Anus Grab ist ein Stock drin. Schön. Nee, das müssen wir noch ändern. Was könnte denn hier ruhen? Boom, boom, boom. Ah! Ey, wir haben nur noch drei Diamanten, Patrick. Das kann's ja mal nicht sein, oder? So, jetzt stimmt's. Nee, ich würde sagen, da gehen wir gleich mal wieder uns eine Mine anlegen, oder Kevin? Stimmt, aber wenn wir die Mine in den Hauptort machen. Achso, Holger Kreimer. Nachdem er seinen Prozess gegen die Supernanny verloren hat, hat er Suizid begangen. Wie auch immer. Begangen. Ja, genau. Macht ihr die Mine hier draußen irgendwo, so ein eigenes Minenhaus oder? Oh Gott, das sah beim letzten Mal schon total scheiße aus mit dem Portalhaus. Das war aber kein. Ja, schon, aber so ein kleines Haus. Wir wollen die Fläche ja irgendwie ein bisschen füllen. Ja, stimmt. Ja, gut, Kevin, bauen wir draußen einen Mineneingang hin, oder? Ja, können wir machen. Wollen wir den vielleicht hier direkt hinbauen? Hier so zwischen Feld und Friedhof? Mach das hier beim Haus. Hier endet doch eine. Oder hier ist doch ein Stück Straße noch, wenn wir das hier einen Gang runter machen. Hier so zum Beispiel. Hier. Oder vor dem Berg zum Beispiel. Sag mal, ist das jetzt nur bei mir so oder verschlechtert sich gerade Access Audio Qualität? Ja. Meine Qualität verschlechtert sich, weil ich ja nebenbei upload, deswegen. Na gut, ja, mir ist es egal. Hey Patrick, guck mal, da fehlt was. Was? Da gerade ein Holzblock hin. Oh. Okay. Habe ich wohl geschlampt. Dann Patrick hier. Ja, ja. Ich würde sagen, also am Ende Kevin, der Straße, dann am Berg kannst du das machen. Kevin, ich würde sagen, wir tragen hier diesen kleinen Hügel ab. Okay, doch ein bisschen größer. Er ist doch ein bisschen größer als klein. Ja, den Baum hier. Vergesst die Idee. Nur ein bisschen angleichen. Also weil hier ist noch Stein und. Aber ihr könnt doch einfach einen Minenschacht da reinbauen, wie so ein normaler Minenschacht aussieht. Der ist auch immer an einem Berghang oder so. Naja, dazu ist der Berg hier ein bisschen zu klein. Aber wenn das geht da eh nach unten, das geht doch irgendwie vor meinem Weg gerade. Also wenn, dann bauen wir hier eine richtige Hütte hin, würde ich sagen, oder Kevin? Kommen wir. Würde ich sagen, machen wir den Berg so ein bisschen weg und gleichen hier das Terrain noch an. Also ja, komm, lass den Berg hier einfach voll flach machen. Fangen wir halt von oben an, die oberste Schicht obwohl, dann passt das mit der Mauer wieder nicht. Deswegen sage ich ja nur ein bisschen angleichen. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir mal. Moment. Nur hoffen, dass die Schaufel auch reicht. Wenn nicht, ich habe Eisen dabei. Okay, gut. Und Stöcke. Mal gucken. Auch dass es ein bisschen von Exos Haus weg ist, weißt du? Ja, ja. Gut, ich hab da perfekt dann noch ein paar Dings. Gut, ich glaube, das reicht schon so, oder?